Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Pandemie und Gesellschaft. Mein Name ist Linda Schneider und ich bin Referentin für internationale Klimapolitik bei der Böll-Stiftung. Heute ist ja der Global Strike, der nächste große Klimastreik international, bei dem im September letzten Jahres allein in Deutschland 1,4 Millionen Menschen auf die Straße gegangen sind. Und zum Thema Global Strike, Klimakrise und der Frage, was die aktuelle Pandemie und die Corona-Krise eigentlich mit der sozial-ökologischen Transformation macht, dazu spreche ich heute mit Lisa Göldner. Hallo. Lisa ist Klimakampaignerin bei Greenpeace Deutschland. Sie hat einen Abschluss in Umweltpolitik und Umweltplanung, ist auch ehemalige Stipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung. Als Kampaignerin setzt sich Lisa für einen schnellen Kohleausstieg und für Klimagerechtigkeit ein. Schön, dass du dir Zeit nimmst, Lisa. Ja, danke für die Einladung. Was wird denn aktuell in deiner Fachcommunity, also in der klimapolitischen Community, aber auch in der Klimabewegung diskutiert im Hinblick auf Corona-Krise und Gesellschaft? Ja, die Corona-Krise hat natürlich die Pläne der Klimagerechtigkeitsbewegung total durcheinander gewirbelt und auch die klimapolitische Agenda hat sich unglaublich verschoben. Also die Weltklimakonferenz beispielsweise, die für Ende des Jahres geplant war, findet nicht dieses Jahr statt. Und in der Klimabewegung wird natürlich jetzt gerade viel darüber diskutiert, wie machen wir weiter, wie ist Protest in Zeiten von Corona überhaupt möglich. Aber es geht vor allem um neue Herausforderungen, die jetzt plötzlich aufgetreten sind. Denn die Corona-Krise ist wirklich eine Zäsur. Es ist ein historischer Moment und ab hier kann es in ganz unterschiedliche Richtungen weitergehen. Und es gibt für die Klimabewegung sehr viel zu gewinnen, aber auch sehr viel zu verlieren. Und wie es auf gar keinen Fall weitergehen kann, das wissen wir ziemlich genau, nämlich von der Finanzkrise 2008. Damals hat man sehr auf kurzfristige Maßnahmen gesetzt. Klimaschutz war danach auf Jahre überhaupt kein Thema, wurde als etwas gesehen, was man sich nur in guten Zeiten als Luxus vielleicht gerade mal leisten kann. Wegen sehr kurzfristigen Maßnahmen sind die Treibhausgasemissionen danach wieder in die Höhe geschossen. Das heißt, wir wissen ganz genau, in welche Richtung es nicht weitergehen darf. Und wir wissen sehr genau, was jetzt auf dem Spiel steht. Und für die Klimagerechtigkeitsbewegung sind es vor allem zwei Sachen. Wichtig ist, dass jetzt Klimaschutz nicht unter dem Deckmäntelchen der Corona-Krise auf die lange Bank geschoben wird. Und wichtig ist, dass sämtliche Maßnahmen, die jetzt auf den Weg gebracht werden, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, auch den Klimaschutz voranbringt. Uns eben einen großen Schritt weiter in eine klimagerechte Zukunft bringt. Es laufen ja schon Kampagnen an international, eben gegen die Rettung von klimaschädlichen Industrien, gegen die Rettung der fossilen Industrie, gegen die bedingungslose Rettung von Airlines und Fluggesellschaften. Wie sollte denn aus deiner Sicht mit der aktuellen Krise umgegangen werden, um die Weichen zu stellen in Richtung eines sozial-ökologischen Umbaus unserer Wirtschaft? Ja, das Entscheidende für mich ist, dass die 4 Milliarden, die jetzt in die Hand genommen werden, nicht einfach nur darauf verwendet werden, Deutschland wieder hochzufahren, die Wirtschaft wieder hochzufahren, sondern uns einen ganzen Schritt weiterzubringen in eine klimagerechte Zukunft. Das heißt, dass alle Konjunkturpakete, alle Investitionen, die jetzt auf den Weg gebracht werden, müssen im Einklang sein mit dem Klimaschutz, mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens. Und sie müssen dazu beitragen, unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft auch langfristig gerechter, widerstandsfähiger, nachhaltiger zu machen. Das heißt, dieses viele Geld, das jetzt in die Hand genommen werden soll, soll in Branchen fließen, in Maßnahmen fließen, die ein gutes Leben auch auf längere Sicht möglich machen. Das heißt ganz konkret, wenn wir jetzt viel Geld in die Erneuerbaren stecken, in die erneuerbaren Energien, wenn wir jetzt die Hürden beim Ausbau der Erneuerbaren abbauen, dann schafft das sowohl wirtschaftliche Wertschöpfung als auch Beschäftigung und das bringt uns auch beim Klimaschutz voran. Die Krise hat uns jetzt auch gezeigt, wie wichtig Sorgearbeit, bezahlte und unbezahlte, für unsere Gesellschaft ist. Also es ist wichtig, genau darauf zu achten, was ist für uns als Gesellschaft wirklich wichtig, was ermöglicht uns ein gutes Leben. Klimagerechtigkeit braucht auch entschlossenes Handeln der Politik. Und es ist wichtig, die Klimakrise genauso als Krise zu verstehen und darauf zu reagieren, wie es die Politik jetzt auch bei der Corona-Krise tut. Du hast ja beschrieben, wie wichtig es ist, in der aktuellen Krisensituation trotzdem weiter für Klimagerechtigkeit zu kämpfen.
Heute ist der Global Strike. Wie geht denn die Klimabewegung mit dieser Situation um und wie stellt sie sich auf? Ja, ich denke, in der Klimagerechtigkeitsbewegung gibt es eine große Einigkeit darüber, dass wir jetzt dranbleiben müssen am Klimaprotest, dass es jetzt erst recht wichtig ist, für unsere Forderungen einzustehen und Protest auch fortzusetzen, auch wenn das jetzt schwieriger ist. Viele Akteure setzen jetzt gerade darauf, sich weiterzubilden, sich weiter zu vernetzen. Und ich denke, das ist wirklich wichtig, jetzt starke Allianzen auch mit Akteuren zu schließen, die vielleicht vorher noch nicht so ein Teil der Klimabewegung waren, wie beispielsweise Gewerkschaften. Ich denke, es ist wirklich entscheidend, den Klimaprotest jetzt fortzusetzen. Wir dürfen das Feld jetzt nicht den ewig Gestrigen überlassen, sondern müssen jetzt die klimagerechte Zukunft einfordern, die wir so dringend brauchen. Ja, wir dürfen das Feld nicht den ewig Gestrigen überlassen, sagt Lisa. Vielen Dank dir für deine Zeit und deine Einschätzung. Wenn ihr noch weiteres lesen wollt zu sozial und ökologisch gerechten Wegen aus der Klimakrise, dann schaut gerne in die Links in der Beschreibung des Videos. Und vielen Dank euch und bleibt gesund.